Hallihallo, Hallöle. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2. Das vermute ich nicht. Siehst du. Wir schreiben die 38. Folge, denke ich. Und laufen hier irritiert und sinnlos rum. Okay, da passiert nichts. Also, da ist was zum Öffnen und da ist was zum Öffnen. Da würde ich sagen, wir fangen mit dem ersten zum Öffnen an. Ich habe so ganz leicht Schnuppen. Wollte ich nur gesagt haben. Interessieren muss das eigentlich jetzt keinen. So, jetzt mal, stopp. Geh nochmal zurück. Das kann doch nicht sein. Ein Raum, der komplett sinnlos ist. Sowas gibt's nicht. Sowas darfst du nicht geben. Komplett sinnlos? Niemals. Das kann doch nicht sein. Ja, dann machen wir halt das. Ja, die zweite. Mach sie auf, komm. Das sieht doch schon mehr nach sinnvoll aus. Und tief. Aber es tut nicht weh. Wir sind ja nur einen halben Kilometer gefallen. So, lasst mich nachdenken. Alles klar. Die Kiste soll wahrscheinlich so dahingestellt sein, dass man an den Hebel kommt. Jetzt dauert wieder so lange. Ich hätte gedacht, da hinten ist vielleicht was, aber ach, wurscht. Ich finde das eigentlich so süß, wenn sie nach vorne schiebt, wie sie da so Anlauf nimmt, quasi. Ist doch putzig. Putzig. Und sie. Wie kann sie das eigentlich ziehen? Ich meine, wo hält sie die Kiste bitte fest? Eigentlich theoretisch leicht unmöglich. Ich meine, dass ein Hängel dran ist, sehe ich nicht. Also kannst du sie nicht ziehen. Und so komisch umarmen die Kiste, dass du sie ziehen könntest, kannst du auch nicht. Das sähe ziemlich scheiße aus, ich glaube. Das würdest du nicht schaffen. Und selbst wenn wäre es dann sehr schwer, das zu ziehen. So, du. So, hier ist jetzt ein Hebel. Was der macht, das sehen wir gleich. Zeig es uns. Herzlichen Dank, aber so wie es aussieht, hat er das die Tür da oben geöffnet. So, ich frage mich jetzt eins. Kann man die Kiste da vielleicht noch weiter wegschieben? Weil, ganz ehrlich, dahinter könnte ja was sein. Also wisst ihr, in diesem kann ja sein, dass da hinter so ein Hohlraum ist. Und ja, da könnte was sein. Ist es theoretisch irgendwie möglich, wenn ich diese Kiste dahin schiebe, dann geht es nicht, denn ich muss immer so ein Feld hinter mir frei haben, dass ich nicht runterplumpse beim Schieben. Das ist also, nein, das geht nicht. Verdammte. Da wird wohl aber auch nichts dahinter sein. Ich meine, wenn was dahinter wäre, muss es ja irgendwie gehen. Oder ich komme jetzt da nicht drauf. So. Hallo. Das sieht alles so vertrauenserweckend aus. Ach, dann geht es nicht mal. Aber nichts Gutes. Das ist eine Tür. Sieht aus wie der Raum von vorhin. Irgendwie hatte ich doch in Erinnerung, dass hier wer kommt. Ich hatte es einfach in Erinnerung. Es kann nicht sein. Wow! Nein, 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 nein! Töte, töte! Oh Gott! Oh Gott! Und nicht mal was fallen lassen für mich.
Ich. Nein, ich zermatsch dich jetzt. Geh kaputt, verdammt. So, wo sind wir hier? Aus dem aller Welt. In aller Welt ist das. Ein Hebel. Ein Hebel. Ja, dann schieben wir die Kiste mal zum Hebel, dass wir den drücken können. Das. Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer Lara bleibt dumm. Oh. Okay. Ja, wir hatten ja vorhin so ein Schlüsselding, wo nicht ging. Das passt, Herrgott, das reimt sich. Wir hatten vorhin ein Schlüsselding, was nicht wirklich ging. Ach, wieso machst du einfach nicht das, was du sollst? So. Ah ja. Moment. Rückzug. Wenn mich das wieder auf diesen Gang führt, wozu ist dann das? Wozu ist das dann? Gibt doch voll keinen Sinn. Schade, ich hätte gedacht, ich kann mich rein teleportieren. Mit einer Teleportationsrune. Was rede ich da? Wie lange spiele ich? Ach ja, okay, ich weiß die Zeit noch, keine Angst. Hopp. Also, hier sind wir eben drauf gekraxelt. Das ist eine Zutür. Das ist eine offene Tür, dessen Raum sich jeglicher Sinnlichkeit entbehrt. Und das ist der Raum, der vermutlich mit diesem Schlüssel geöffnet wird. Und du machst das bitte jetzt gescheit. Nein, ich hatte nicht gelesen, was das für ein Schlüssel ist. Ich wollte doch wieder die Sinnlosigkeit in Person treffen. So. Die könnten mal wieder irgendwie so eine Erschreckungsmusik oder so einfügen. Ja, das sieht für mich sinnlos aus. Diese Kiste dorthin schieben, um diese Kiste rauszuschieben, um weiterzukommen. Wieso also nicht? Verletzt du dich? Nein, war ja wieder mal nur ein halber Kilometer. Vor allem tut es nicht ein bisschen weh. Auf Stahl, auf Stein, auf sonst was. Einfach so leichtfüßig. Also halt barfuß rumzulaufen. Hast du keine Angst, dass du aus Versehen mal die Kiste so komisch an dich ziehst? Dass du halt deine Füße einklemmst, irgendwie. Ich meine, echt, das muss doch ein bisschen wehtun. Ein bisschen muss es wehtun. So auf Stahl. Erstens sollte es kalt sein. Zweitens ist Stahl nicht gerade weich. Könnt ihr mir hier nicht erzählen? Könnt ihr mir absolut nicht erzählen? Absolut und dreifach nicht erzählen. Da ist eindeutig. Sie klemmt ihre Füße auch noch drunter ein. Guckt hin. Herrgott nochmal. Ja, sie versinkt im Stahl. In diesem weichen, wolleartigen Stoff Stahl versinkt sie. Wie nochmal, okay. Muss ich dich aber auch nochmal zurück. Ach, Mädel. Das muss doch auch wehtun. Das muss doch alles wehtun, Herrgott. Obwohl, ich kann die gar nicht weiter zurück machen. So, jetzt bin ich irritiert. Ich schieb dich jetzt erstmal zurück. Immer diese Tetris-Spiele in Tomb Raider. Ach so, klar, ich kann dich von hier nach vorne schieben. Ja. Die Folge ist in einer Minute vorbei und wirklich was gekonnt haben wir nicht. Sagen wir es, obwohl wir sind ja weitergekommen. Kann man nichts sagen, ich bin weitergekommen. So, nur jetzt im Ernst. Ich müsste jetzt noch eins weiterschieben, das geht aber ja nicht. Desterweil ich ja immer dieses Feld frei haben muss, weil ich mich sonst erquetsche, sozusagen. Das heißt. Nein. Moment. Oh. Das kann doch nicht sein.
Och, das ist mir echt zu hoch. So ein Müll. Warum tut man mir das an? Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tomb Raider 2, wenn ich an diesem komischen Rätsel hier verzweifle, das bestimmt total simpel ist, aber ich wieder mal nicht rauskriege. Bis in die nächste Folge und ciao.